Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Ja, wie man jetzt oben auch schon ein bisschen sieht, ne? Die Spielzeit ist jetzt ein bisschen vergangen. Ich habe hier ein wenig rumexperimentiert und rumgetüftelt. Hat länger gedauert. Ich habe mich jetzt entschlossen, meinen Bahnhof habe ich jetzt mal offline umgebaut. Wie gesagt, hat auch mehrere Stunden, glaube ich, auch gedauert. Ich glaube, mehr abgerissen und aufgebaut als sonst was. Dann ist nochmal das komplette Gleis verlegt. Habe jetzt auch schon hier ein zweites Gleis mit drin. Habe jetzt mir auch mal ein wenig angeguckt, wie diese Signale funktionieren. Sozusagen, ich habe jetzt dann hier einen Bereich. Ich habe hier einen Bereich. Habe jetzt hier auch mal ein Zugkettensignal hingelegt. Hoffe, dass es soweit jetzt dann alles funktioniert. Denn, wisst ihr noch, wie ich letzte Mal gesagt habe, das mit der Kohle, das ist absolut kein Problem. Es wird ein Problem. Wir haben noch 16.000 drin. Wir waren, glaube ich, das letzte Mal bei 72.000. Ja, also das heißt, ich muss mir da auf jeden Fall was überlegen, dass wir da was machen. Ich habe jetzt zu mir gesagt, okay, die Bahnhofsstrecke rein und raus, das ist mir egal, die brauche ich nur einfach. Aber ich möchte haben die Möglichkeit, dass ich sagen kann, okay, wir legen jetzt sozusagen hier, gibt es dann die Möglichkeit, das zu sagen, ich geh jetzt dann hier sozusagen rüber auf eine zweite Schiene. So, jetzt ist nur die Frage, ob es auch wirklich funktioniert. Das weiß ich nämlich nicht. Kann auch sein, dass ich ein bisschen weiter weg muss. Naja, aber das machen wir doch, oder? Moment. Geht das nicht? Escape. So, das machen wir doch. Das machen wir doch glatt so. Da haben wir hier zwei. Und haben wir hier zwei und dann geht es hier runter. Ja, das heißt, ich habe jetzt dann hier die Möglichkeit, drauf zu gehen. Nee, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Ups. Entschuldigung. Fail. So, wollen wir das haben. Genau. Das brauchen wir gar nicht, weil es das heißt ja hier sozusagen, ich muss hier noch einen weitergehen. Da gehen wir jetzt hier runter. Ja, das ist doch ein kleines Problem, weil ich muss ja hier, wenn jetzt dann hier dazu kommt, ja, wenn es dann hier, genau, wenn es dann hier dazu kommt. Das ist ja auch das Signal. Beziehungsweise hier muss er anhalten, wenn hier ein Zug kommt. Weiß jetzt nur nicht, ob ich ein Kettensignal oder ein normales Signal brauche. Das ist die Frage. Wenn auf dem Abschnitt ein Zug ist. Nein, das machen wir ganz anders. Mac, denk doch ein bisschen logisch. Denk doch ein bisschen logisch. Dann brauchst du das hier nämlich gar nicht. Dann gehen wir nämlich jetzt sozusagen jetzt davon aus, dass ich jetzt. Muss mal einen rüber. Kommst du jetzt hier hin? Genau. So, und jetzt heißt es jetzt, ich darf jetzt hier runterlaufen. Wie ich mich kenne, muss ich jetzt dann gleich Landmasse bestellen.
dann habe ich sozusagen das Rote, das nach unten geht. Und das Blaue, das was nach oben geht. Ja, genau. Das ist auch sowas. Damit hätte ich auch nicht auch rechnen können, dass mir das Glas jetzt ausgeht. Ja, wir haben jetzt aber schon mehr, sag mal 33% der Fläche auf jeden Fall abgedeckt. Das ist immer nicht schlecht. Weil es müssen halt insgesamt dann 4 Züge hier fahren können. Also weil, wie gesagt, ich brauche dann als nächstes den Kohlezug. Muss dann hinten auch bei der Kohle dann Gleis gleich hinlegen. Das müssen wir jetzt alles machen. Weil, wie gesagt, ohne Strom habe ich ein Riesenproblem. Genau. Was mache ich hier? Ich kann mal schnell gucken. Ja, der Zug rollt gleich. Das heißt, ich kann es gleich mal hier erklären, wenn der Zug da ist. Ich muss hier nur umbauen, weil hier wird in Zukunft dann nämlich compressed hingemacht. Aber wir gehen jetzt erstmal Gleise produzieren. Weil bis ich dann den Zug erklärt habe und eventuell den Kohle da oben umgebaut habe, dann habe ich soweit alles fertig, dass ich sagen kann, okay, ich kann mir jetzt nochmal gleich, ja, 242 Gleise. Komm, schmeiß rein. Und dann nehmen wir auch noch ein bisschen Stahl mit. So, 340, das schaut doch schon mal ganz gut aus. So. So, wo ist die Bimmelbahn? Die Bimmelbahn ist unterwegs. Muss nur aufpassen, wenn sie da ist, weil das dann doch etwas zügiger ist. Ah, da oben sind auch noch Gleise. So, weil weiß ich muss jetzt hier nämlich dann umdenken. Ich komme nämlich jetzt dann hier an. Und muss die. Genau, das heißt, ich komme jetzt dann hier an. Mach das gleich mal so. Habe ich noch? Ja, gelbe habe ich noch. Dann heißt es klack, klack. Nein. Also, das heißt jetzt, ich brauche dann erstmal von dem roten. Davon brauche ich zwei. Davon brauche ich einen. So, das heißt, du gehst raus. Das heißt, du wandelst um, du gehst rein, dann kommst du von unten. So, nämlich bitte das ausschneiden. So, und dann heißt es jetzt, dann kommst du dahin. Und du gehst dahin. Danke. So, und dasselbe Spiel. Brauche ich nochmal. Ich schau mal, ob mein Zug da ist. Er ist jetzt da. Er ist eigentlich ganz einfach geplant. Also wir haben jetzt nicht mehr 6 Stück. Ich habe gedacht, ja, dann bleibt halt der Zug ein bisschen länger stehen, aber der haut trotzdem das ziemlich schnell raus. Und vor allem die Dinger werden ja auch irgendwann abgegradet, ne? Es gibt ja noch ein paar. Momentan haben wir die Stufe 3, habe ich noch gar nicht angefangen. Es glaube ich gibt noch mal 2. Ja, das heißt, da ist dann noch schneller mit rausmachen. Dann wird es sofort umgewandelt in Compressed. Das links und rechts, wie gesagt, läuft dann hier in die Mitte rein. Ich könnte sozusagen nochmal
nochmal welche hinmachen und die dann halt auf die jeweiligen Gleise verweisen. Würde auch noch gehen, wenn es mal doch zu viel wird. Ihr seht hier ist sozusagen der Ausgang für Eisen, hier ist der Ausgang für Kohle, hier ist er für Stein und hier ist er für Kupfer. Das habe ich aber noch nicht angeschlossen, aber so ist jetzt dann eigentlich der Plan. Ja, wie gesagt, geht hier rein und geht dann hier in die jeweiligen Lager rein. Da muss ich jetzt dann nochmal eine Unterbrechung dann reinbauen, dass dann die sozusagen hier und hier auch noch reingehen. Mehr ist es eigentlich jetzt dann am Schluss nicht mehr geworden. Einfachheit, wie gesagt, ich habe das mit diesen achtfach und vierfach und was ist so Kuckuck was, habe ich es ja auch extrem gemacht, ne? Und man sieht, ne, der ist schon dreiviertel leer. Und so ähnlich wird dann der Bahnhof unten auch umgebaut, dass wir dann sagen können, okay, alles klar, das wird jetzt dann rein verfrachtet. Ich habe auch überlegt, ob wir gleich Compressed unten machen. Also nicht erst oben, sondern schon unten. Aber ja, bin ich mir noch nicht sicher. Dann könnte ich das sogar hier noch kompakter bauen, weil ich ja das da dann nicht mehr bräuchte. Müsste ich ja dann unten hinsetzen. Aber wir gucken mal. Ich hoffe, Zug ist auf jeden Fall schon mal angekommen. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall keinen Krampf mit den mit der Lampenautomatik gemacht. Das letzte Mal ist ja nicht gelaufen. Genau. So, dann hätte ich gesagt, wir machen da oben auch noch gleich alles fertig. Aber ich muss nämlich nur aufpassen, weil da darf dann keine Kohle mehr ankommen. Also keine. Ich gehe mit einem raus. Ich hätte gesagt, das wollen wir in Zukunft auch mit zweien. Dann kann ich den da schon mal abbauen und den da. Ich weiß noch nicht, habe ich genügend blaue? Schaut nicht so aus. Mit 55 Stück brauche ich gar nicht mehr ins Nachdenken anfangen. Ja, ich gehe jetzt halt. Ja, okay. Ich will hier auch mit 4 raus. Das macht ja auch am meisten Sinn. Dann hätte ich gesagt, kommst du weg? Da kommst du dahin. Dann machen wir dasselbe Spiel auch hier. Dann ist das natürlich falsch, was ich hier gemacht habe. So, dann kommst du doch wieder dahin. Dann gehst du hier runter. So, dann hätte ich gesagt, dann lassen wir das auf jeden Fall mal in Rot. Ich muss jetzt nur anders hier denken, denn ich muss ja noch denken, dass hier auch noch welche hin müssen. Wobei die gehen nach unten. Also das heißt, ich habe jetzt hier einen Stein. Der geht als erstes hier entlang. Der kommt dann hier entlang. Ja, okay. Gehe ich hier auch nur mit einem raus. Na, du gehst dann mal da weg. Dann heißt es nämlich jetzt dann. Ja, ich muss hier aufpassen. Was ist mir schon wieder ausgegangen? Mir geht gerade Eisenplatten aus. Die hole ich mir mal schnell. Ja, dadurch, dass ich die Kohle jetzt gerade abgeklemmt habe. Was nicht sehr, sehr, sehr sinnvoll ist. So, holen wir uns mal schnell ein paar Platten. Brauche hier auf jeden Fall nochmal zwei.
Dann hole ich mir mal schnell hier nochmal einen Stack davon. Ziel nicht erreichbar, schreibt er gerade. Ja, klar, weil ich die Schienen jetzt gerade sozusagen ja neu verlege. Abrissplan. Reißen wir mal alles ab. Sehr schön. So. Dann heißt es jetzt für mich, du kommst jetzt dann hier an. Dann heißt es jetzt für mich, du gehst jetzt dann hier entlang. Beziehungsweise eigentlich hier entlang. Dann gehst du rein. Dann gehst du raus. Dann gehst du dahin. Und dann geht die rote Linie hier komplett entlang. Und ich kann sagen, ist in Ordnung. Ja, dann machen wir mal die ganze Kohlefahrbahn hier weg. Kommst du auch weg? Kommst du auch weg? Achso, das ist dann Vereingang. Ne, Steinausgang. So, jetzt ist die Frage, macht es vielleicht Sinn? Ja, das machen wir doch anders. Und zwar, ich gehe auch hier, komme auch hier raus. Beziehungsweise, da habe ich ein bisschen mehr Platz, da mache ich einen drüber. Dann gehen wir hier nämlich runter. Okay, dann kommst du jetzt mittig. Du kommst dahin, dahin. Und das passt alles. Okay. Und dann heißt es jetzt für mich, ich habe jetzt hier zwei. Der geht es dann rein. Der geht auch rein. Wir schauen nochmal nach oben. Den muss ich nochmal um eins versetzen. Heißt es jetzt, dann gehst du jetzt nämlich hier rauf. Du gehst hier runter. Gut. Dann ziehen wir jetzt die Linie komplett runter. Auf, danke. Nein, das war falsch. Bist du richtig? Nein, du bist auch falsch. Muss nach unten laufen. Ja, muss ja dran denken. Dass die momentan noch sozusagen nicht compressed sind. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall nochmal hier zwei. Und den da.
Kohle müsste ich genügend haben, dass ich die auf jeden Fall einmal füllen kann. Ich habe auch noch meine Kisten da hinten. Passt. Und dann heißt es jetzt, bevor du jetzt da reingehst. Nee, das kann man alles lassen. Gehst du jetzt erstmal komplett so. Und da darf jetzt nur raus, wenn es Kohle ist. Dann kommst jetzt du dann sozusagen hier hin und gehst da rein. Nein, dann brauche ich noch einen dritten. Ja, weil der muss ja auch noch raus. Und wie gesagt, auch noch rein. Gut, dann stellen wir uns mal sozusagen auf das Band hier und lernen das aus. So, und dann wird es das nämlich sozusagen alles umgeswitcht. Und sobald es alles umgeswitcht ist, geht es ja auch nicht mehr raus. Muss nur hoffentlich schneller sein. Ja, das Problem ist halt, ich habe nur einen. Oh, noch einen zweiten. Ach komm. Irgendwie nicht um. So, dann heißt es, das geht alles darüber. Dann heißt es, du gehst rein, du gehst raus, bis dahin. Eigentlich reichen da zwei. Nö. Ah. Ja, kann nicht gehen. Du gehst raus, du gehst rein. Jetzt geht's. Ist auf jeden Fall mit doppelt so schnell. Da noch Kohle rein. Ja, das mache ich jetzt. Kann ich dann beim nächsten Mal nämlich mit Stein und mit dem Kupfer auch noch machen, dass das schon mal alles sozusagen auf Compressed alles umgestellt ist. Ich habe zwar mal geguckt, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich das hier noch erhöhen kann. Kann ich aber nicht. Ich habe jetzt noch einen Mod mit dazu gepackt, wo ich Crates bauen kann. Aber die kommen sehr spät. Aber wir werden ja irgendwann auch weitaus größere Massen noch brauchen und dann habe ich mir gedacht, naja, können wir ja mal austesten. Okay, so, dann, wie weit ist jetzt das Ding? Ja, das ist gleich durch. Weil ich muss die Kohle natürlich wieder anschließen. Ist der Nachteil, wenn man oben alles umbaut. Muss es dann auch so sein, dass es dann schon für die Zukunft tauglich ist. Habe jetzt halt den Nachteil,
Wenn es jetzt halt compressed ist, dass ich das da unten auch umbauen muss. Ja, weil momentan kommt ja hier einfach nur Kohle an, beziehungsweise, nee, das kann ich anders machen. Da kann ich hier sozusagen eine Untergrund-Ding hier raus machen. Kann es dann hier irgendwo umwandeln und kann es dann komplett umgewandelt hier runterführen. Ja, was sonst müsste ich es. Oder ich komme hier raus. Genau. Ich komme hier raus, wandle es um und pack's da rein. Komm, das machen wir auch gleich. Dann heißt es nämlich, du gehst dahin. Dann habe ich hier meinen Umwandler und meinen Rhein. Da kommst du hier hin. Da kommst du hier hin. Und du kommst dahin. Das ist die Eisenlinie. Das ist natürlich nicht sehr schön. Dann hätte ich gesagt, dann machen wir das so. Das ist gerade alles Käse. Krieg ich den überhaupt hin? Oh, ich hätte sogar schon welche. Die verfrachte ich mir gleich mal dahin. Wenn ich dich hierhin mache, ich mach den einen. Ja, geht nämlich nicht. Ich habe mir das nämlich fast gedacht. Ja, aber dann mache ich dich hierhin. Gehst du hier rein? Gehst dann hier raus. Nein, das kann ich nicht. Heißt, ich muss das hier alles umbauen. Ich brauche eine Stahlkiste. Muss diese Kiste hier entleeren können. Also, und das heißt jetzt du. Das heißt jetzt für dich, du gehst jetzt hier hin. Nein, das kann ich nicht. Ich muss den nehmen. Ich muss den wirklich nehmen. Nee, der muss runter. Das ist falsch rum. So rum. So rum wird ein Schuh raus. Okay, dann heißt es jetzt, dann gehst du jetzt dann hier raus. Du splittest den auf. Gehst nach oben, gehst nach drüben, gehst nach unten. Kommst du hier raus, dann gehst du hier rein, kommst hier raus, gehst da rein, wandelst den um, gehst hier raus,
Brauche ich noch einen. Wenn man gedacht hat, das ist einfach, ne? Nein. Ich hab's nur leichter, dass ich kompakter bauen kann, aber einfacher wird's nicht. So, das heißt jetzt, also meine Kohle kommt jetzt daher, wird auch gleich gesplittet, wird bis hierher getransportiert, wird hier umgewandelt und wenn die Kiste voll ist, stockt sich's auf und dann läuft er nach hinten. Weil so viel braucht der nicht. Ich kann dann hier auch mal irgendwann nochmal einen Split machen. Nee, brauche ich nicht. Habe nur zwei Züge. Oder zwei Stege. Sehr schön. Also. Dann haben wir jetzt dann den hier. Soweit fertig. Dass wir jetzt das alles abreißen können und das jetzt alles richtig ist. So, dann stellen wir jetzt den um auf. Ja, man sieht es nämlich. Ein Deep Stacking. Ich kann das nochmal 8-mal stacken. Aber wie gesagt, sehr, sehr forschungsteuer. So, jetzt haben wir dann das. Müssen wir mal schauen. Von mir wird er bald klar. Mit meinem Glück habe ich jetzt auch keine mehr gebaut. Ich habe zwar mit den Forschungstränken angefangen. 47 Stück habe ich noch. Mehr geht auch nicht. Ja, da sind schon welche drin, da sind welche drin, da sind welche drin. Damit habe ich schon angefangen. Hab's aber noch nicht reingeschmissen, weil ich gesagt habe, wir warten auf euch. Ja. So bin ich. So, das heißt jetzt dann aber. Ich muss jetzt auf jeden Fall dieses eine Teil hier. Soweit machen, dass der läuft. So, das heißt, die Kohle kommt jetzt schon mal an. Es wird jetzt nicht der schnellste sein. Das will ich auch gar nicht, aber wenn die Kohle hier oben ankommt, muss der da oben laufen. Dass der die umwandelt, dass die vier wieder befüllt werden. So. Läuft. Sind schon mal vier an. Die werden schneller. Perfekt. Das heißt, wir rennen mal schnell bei den Zahnrädern vorbei. Zu früh eingebogen. Dann lasse ich nämlich schnell nochmal rote bauen. Brauche ich, sagen wir mal, 60 Stück. Problem verursachen und lösen. Ja, so bin ich. Ja, aber mein Problem ist jetzt, dass der da leer ist. Darum sah er. Ah! Aber die kann ich jetzt mit der Hand, glaube ich, nur machen. Sehr schön. Okay, also.
Das Problem haben wir gelöst. Und das, was ich eigentlich machen wollte, muss ich jetzt lösen. Und das in 10 Minuten. Yay! Unter Druck arbeitet sich's am besten. Oder gar nicht. Ja, und solange der Bahnhof da unten nicht angeschlossen ist, bringt es mir auch nichts. Merke das jetzt schon. Ich gehe jetzt bestimmt auf den Weg, damit ich schneller bin und danach, ja. Nee, das war doch noch eine gute Idee. Ich habe da nur irgendwie eine Sorge, dass ich da unten zu nah am Wasser, war. Kann er mich aber auch komplett an. Ja, okay, wo ein bisschen Landfill werde ich hier wohl mit der Hand hinkriegen. Ja, wie gesagt, es sollen jetzt dann am Schluss auf jeden Fall schon mal zwei Züge fahren. Der Kohlezug muss fahren und der Eisenzug muss fahren. Kupfer und Stein habe ich noch genügend, aber das sind eigentlich die nächsten Baustellen. Bin jetzt bald unten angekommen. Ich habe wieder fast keine Gleise mehr. Ich habe 400 Gleise verbraten. Das ist ja der Wahnsinn. So. Wunderbar. Wir brauchen neue Schienen. Yay! Aber diesmal fahre ich mit dem Auto dann runter. Jetzt bin ich schon unten. Ach ja. Was heißt, den Bahnhof muss ich auch noch umbauen? Bin ich mal gespannt. Kann ich noch schneller laufen? Shift? Nein. Kauf dir Rollerblades oder Rollschuhe. Kannst du wegen skaten? Kannst du auch ein Skateboard kaufen? Kein Elektroroller. Wochen später und er rennt immer noch nach rum. Passagierzug hätte ich jetzt gern. Mit dir einmal nach oben fahren. Ein Tram. Oder Straßenbahn. Das Schöne ist, irgendwann habe ich einen Hauler, der dann auch noch einiges transportieren könnte. Ja, also ich bin jetzt, glaube ich, wirklich 2 Minuten nach hochgelatscht. Herzlichen Glückwunsch. Muss unbedingt mit dem Auto wieder runterfahren. Das ist ja abnormal. Also das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch mal mindestens 250 Schienen. Kann denn ahnen, dass 400 Schienen zu wenig sind? Ha! Ich habe noch mal 400. Also das wird jetzt wohl hoffentlich reichen. Lauffolge.
laufen sie denn hin? Nach oben und nach unten. Ja, guten Tag. Taxi. Also mit hohen Geschwindigkeiten, das ist fast wie im Real Life, ne? Also da kannst du dein Auto, wenn du es einmal zum Schlingern gekriegt hast, kriegst du es nicht mehr gerade. Da musst du dann arbeiten wie ein Handwerker, wie ein Weltmeister. Dass da nichts Großartiges passiert. Geht auf jeden Fall weiter und schneller als nach unten. Ich hätte gerne einen Turbo drin. Und jetzt noch schneller gehen. Steht irgendwo eine Angabe? Stundenkilometer, Meilen? Wie? Brauche ich nicht. So. Ich stelle das Auto das so ab, dass wir nach oben laufen können. Auf ein neues. Auf jeden Fall habe ich auch wieder ein paar Schienen. Aber ich sehe schon auf der Minimap den Eingang vom Bahnhof. So. Und jetzt kommt das hier alles weg. Teilweise kommt das alles weg. Nein, ich mache das anders. Ich muss es anders machen. Also das kommt definitiv weg. Aber das brauche ich nicht mehr. Ja, okay, aber wenn ich jetzt natürlich... das ist natürlich auch doof gedacht gerade von mir. Weil wenn ich nämlich jetzt dann hingehe und sage, okay, wir gehen jetzt dann hier nach hinten, dann gehe ich zuerst zum Stein und biege dann ab, ist natürlich auch total bescheuert. So, wir haben jetzt auf jeden Fall mal schon mal einen Kreislauf. Dann heißt das jetzt für mich, wenn ich jetzt dann hier herkomme, ist hier ein rotes Signal. Und dasselbe ist auch hier. Dann kommt auch hier ein rotes Signal hin. Und brauche auf jeden Fall nochmal zwei. Zwei Zugsignale. Das heißt nämlich, hier kommt eins hin. Und hier kommt auch eins hin. Genau. Dann kann der jetzt schon mal stoppen. So, der sagt jetzt, er ist gelb. So, wie war, ist der Zug? Jawohl, der Zug ist schon mal am Rollen. So, mein Problem ist jetzt halt, ja, ich muss ja gar nicht so weit rauf. Ich muss ja nur bis dahin. Aber Stein ist ja auch doch da oben. Also das heißt, ich hätte jetzt eigentlich auf dieser Linie hätte ich drei Erze. Muss ich nochmal gucken. Ne, da ist Stein, da ist Kohle, da ist Stein, da ist Eisen. Das ist super. Also das heißt, wir nehmen mal den Abrissplan. Und wir reißen mal hier alles ab. Dass ich hier jetzt den nächsten Bahnhof hinstelle. Jetzt ist nur die Frage, habe ich auch genügend, ja, flagger mal. Hätte ich auch noch genügend von diesen Bergbaustationen? Ha, nein, brauche ich auch nicht, weil die da oben sind nämlich alle leer.
ist schon mal von Vorteil. Das heißt, die kann ich alle abreißen. Toll. Und den einen da, der wurde übersehen. Mach mal schnell 5 Stück. Oh, die da unten haben nie was gemacht. Upsi. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass da auch welche zerstört wurden. So, jetzt laufen die nämlich auch sauber. Ja, der machen wir wieder schlau. Dankeschön. So. Und die hier kann ich nämlich auch alle abreißen. Das auch gleich. Die auch weg. So, dann funktioniert das nämlich auch. Und der läuft rein und transportiert ab. Sehr schön. Das heißt, wir werden uns dann beim nächsten Mal um den nächsten Bereich hier kümmern und dann hier auch die Kohle abbauen. Und ja, ha. Nee, ich gehe dann hier nach oben und mache das dann da. Beziehungsweise, ich hätte gesagt, ja, da, das überlegen wir uns das nächste Mal. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann rein damit in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.